Liebe Grüne Jugend in Südtirol, mein Name ist Ska Keller, ich bin die europäische Spitzenkandidatin der Grünen für die Europawahl und ich möchte euch erstmal ganz herzlich danken für eure Unterstützung während der Green Primary, die ja bis Ende Januar gelaufen ist. Ich habe mich super gefreut über eure Unterstützung, über die Unterstützung der Grünen Jugend überall in Europa und auch darüber die Unterstützung natürlich vieler grüner, aktiver Menschen, die Kampagne gemacht haben, die gesagt haben, wir brauchen eine starke Stimme für junge Leute, für die Rechte von Flüchtlingen, für ein faires Europa. Jetzt bin ich Spitzenkandidatin, jetzt geht's auf in den Europawahlkampf. Ich freue mich sehr auf diese gemeinsame Kampagne. Ich freue mich darauf, mit euch zusammen Wahlkampf zu machen für ein besseres, für ein grüneres Europa. Denn da gibt es in der Tat noch sehr, sehr viel zu tun. Ihr wisst es, Jugendarbeitslosigkeit in Italien auf Rekordhöhe, in Spanien, Griechenland bei bis zu 60%. Da müssen wir rein, da müssen wir sagen, was unsere grünen Wege sind, um aus der Krise herauszukommen, um jungen Menschen einen Job zu geben. Wo wollen wir investieren, zum Beispiel in grüne Jobs, in Jobs der Zukunft, in Bildung, in das Gesundheitswesen, da, wo die Jobs der Zukunft sind, die auch noch eben noch in 10 Jahren da sind und die eben auch gute und faire Jobs sind. Und wir müssen einstehen für die Rechte von Flüchtlingen, denn ihre Rechte werden mit Füßen getreten. Gerade in Lampedusa sehen wir das, wo Menschen sterben im Mittelmeer, weil sie versuchen, in die Europäische Union zu kommen. Die EU bietet keinen Schutz, wenn man nicht erst über Zäune geklettert, durch Meere geschwommen ist. Da müssen wir rein, da müssen wir legale Zugangsmöglichkeiten eröffnen. Aber wir brauchen eben auch ein faires Asylsystem hier in der Europäischen Union. Wir müssen den Menschen den Schutz geben, den sie eben brauchen. Und wir müssen Europa fairer machen, denn gerade im Welthandel läuft unglaublich viel schief. Wir zerstören da die Lebensperspektive so vieler Menschen und da könnte die EU richtig was machen, auch gegen Fluchtgründe. Jetzt geht's los, wie gesagt, mit der Kampagne. Ich freue mich darauf, zusammen mit José Bové, meinen Co-Spitzenkandidaten, mit den grünen Parteien und mit der grünen Jugend überall in Europa richtig zu rocken, damit wir am 25. Mai eine gute Wahl haben. Geht alle wählen, macht Wahlkampf, denn nur wenn wir mit Begeisterung zusammen eintreten für unsere grünen Ziele, für unsere grünen Ideale auch, dann können wir auch die Menschen mitnehmen, dann können wir auch die Menschen begeistern und ihnen sagen, warum es eben wichtig ist, zur Europawahl zu gehen und warum es eben auch einen Unterschied macht, welche Partei man wählt. Denn nur mit Grünen bekommt man gute, faire Wege aus der Krise. Nur mit Grün wählt man Flüchtlingsrechte. Nur mit Grün wählt man ein besseres Klima. Nur mit Grün wählt man mehr Umweltschutz. Und deswegen kommt es eben auf uns alle an, ordentlichen Wahlkampf zu machen und dann wählen zu gehen, denn es liegt an uns allen.